Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Ja, letztes Mal haben wir Pyramid Head gesehen und ich habe schon angemerkt, dass ich das recht unpassend finde. Da der gute Alex ja recht wenig mit James Sunderland gemein hat und das ist ja so sein Ding eigentlich, sein großer Feind. Ich meine, jeder hat ja so seinen großen Feind gehabt im Endeffekt, der Protagonisten. Und meistens war es die Person ja selbst, finde ich, also, ne? Außer bei Heather. Bei ihr war es ja wirklich der Kult. Weshalb ich diese Storyline auch mit am interessantesten fand. Fand. Ja. Auf jeden Fall, ich find's, weiß nicht, was ich dazu jetzt denken soll. Weh. Wo ist er? Und ich soll ihm jetzt noch hinterher, ja? Ich will Pyramid Head nicht hinterher. Wenn ich hier bei den normalen Gegnern schon solche Probleme habe, will ich hier gar nicht wissen, was der mir erst für welche bereitet. Traumhaft, es geht weiter hoch. Ich wollte eigentlich wieder runter zu dieser komischen Frau in der Wand. Oh, gut, dass er springen kann. Pyramid. Josh, wait! Be shitting me. Boah, ist das gruselig. Nein, hat er jetzt ernsthaft die ganze Zeit gesagt, Josh, warte. Darf ich ihn überhaupt? Ich glaub's ja nicht, ne? Au! Nein, nein, nein! Alter! Was? Ach so! Na gut, da bin ich halt tot. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das Vieh bekämpfen sollte. Tut mir leid. Das war jetzt echt... Oh, und vor allem diese Tasten, dass die Tasten überhaupt nicht übereinander... Also, dass die gar nicht zusammenpassen irgendwie, finde ich sehr, sehr schlecht. Vielleicht steige ich doch wieder auf Maus und Tastatur um, aber es nervt mich halt einfach hier. So, du Mistvieh. Aha. Ausweichen muss man, ne? Vieh hat den Kopf am Arsch. Guckt euch mal an. Stirbst du auch mal? Ja, danke schön. Ist das eklig. Ist das eklig. Und da gibt's Lebensenergie. Geil. Mann, das Vieh. Guckt euch doch an. Das hat den Kopf aus dem Hintern. Und läuft auf Sicheln. Auf riesigen Sensensicheln. Sensenartige Sinsesichels. Mann. Und dann dauern die Kämpfe auch noch so ewig. Ich wünschte jetzt mittlerweile, ich jetzt echt nur auf normal. Nein, nein, nein. Ich weiß, dass da wieder Schwarm rauskommt. Kannst du mal drauf treten, so? Danke. Das finde ich voll gut. Guck mal, die ganzen Bröckchen. Kommen da noch mehr? Die kommen scheinbar aus dem Nirgendwo. Guckt euch an. Das ist aber der Jim. Sie waren gestern Abend wieder hier. Ich sah, wie Carol in Richtung Ballsaal schlich. Und sie wissen ja, wozu das führt. Ich weiß nicht, was der Alte machen würde, sollte er es herausfinden. Bei seiner Gesundheit würde er vielleicht es vielleicht nicht überleben. Denken Sie, ich sollte etwas sagen? Paul. Ja. So langsam glaube ich, dass es schon mit Hintergedanken war, dass er vielleicht stirbt und nicht nur zufällig verliebt. Erstmal hier die Axt. Warum nimmst du die Axt nicht? Hallo? Danke. So. Gut, dass ich die gefunden habe. Denn er ist ja scheinbar zu schwach, um die einfach rauszutreten, diese Bretter. Vor allem, wenn sie halt von innen festgenagelt sind. Okay, da kann ich wieder was verschieben. Aber ich gehe erstmal weiter. Och, du Kackvieh. Nicht schon wieder so eins. Ich hasse euch.
Ja gut, wenn man weiß, wie, sind sie nicht schwer, aber... Au. Au. Du Mistratte. Nein, das war falsch. Na, nein, nein, nein. Ach Mann. Wann nimmst du denn die Knarre? Hier. Das Messer. Oh, was? Stirb. Irgendwie kann man die alle so ein bisschen stunnen, die Gegner, ne? Nein. Du sollst ausweichen. Okay, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, sind die alle gar nicht mehr so schwer. Aber ich muss halt erstmal wieder reinkommen. So, dieses Auswahlzeug hier ist echt ätzend. Kommt hier wieder raus, ich weiß es. Komm schon. Schwarm. Für den Schwarm. Mann, Mann, Mann. Ich gehe doch erstmal hier gucken. Vielleicht gibt es ja noch was. Ich muss halt sagen, die Bedienungsmängel, die stoßen mir immer wieder sauer auf, aber so ist es eigentlich schon recht spannend und auch atmosphärisch gestaltet. Mr. Jones, vor kurzem sah ich etwas Seltsames, auf das ich Sie aufmerksam machen wollte. Ich hatte die Dienstboteneingänge zum Atrium aufgeschlossen, um Bürgermeister Bartlett einzulassen, so wie ich es immer mache. Ich kam später nochmals, um zu sehen, ob er Hilfe brauchte. Wie Sie wissen, gärtnere ich selbst auch gerne. Und sah, wie er einen seiner Säcke mit Dünger hereinschleppte. Nur sah er nicht aus wie ein Sack voll Dünger, wie ich sie je benutzt habe. Er schien wirklich schwer zu sein und er schien Probleme damit zu haben. Er sah mich nicht, also schlich ich mich weg. Sollte ich es dem Sheriff sagen? Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich dachte, sie sollten davon erfahren. Paul Ashley. Haben die vielleicht den... Oh, diese Postkarte könnte eine ihrer Erinnerungen sein. Auf der Rückseite ist eine Nachricht. Ach so, ich muss ja drei finden. Ja, ja. Was für ein wunderschöner Tag. Der Duft von Zuckerwatte und der Klang von Lachen erfüllte die Luft. Ein Tag wie dieser lässt mich wieder die Zeit schätzen, als wir noch jung und unbeschwert waren. Familie ist das Wichtigste und unsere Kinder sind die Zukunft. Ich wünschte, ich könnte mich wieder so unschuldig fühlen. Wir sehen uns bald. Die Lakeside. Ach, immer dieser blöde Lakeside-Vergnügungspark. Da kommen ganz schlechte Erinnerungen. Oh, sehr gut. Also so langsam habe ich so ein bisschen was an Heilung angesammelt. Das finde ich super. Jetzt hätte ich nur gerne mehr Munition. Ich lade die mal nach. Warum hatte ich eigentlich noch 5 Schuss? Die habe ich so alle verballert. Oder habe ich irgendwann nochmal welche gefunden? Kann gut sein, aber ich erinnere mich nicht dran. So, erstmal die Tür freimachen. Also komm, Alex, einmal durchziehen, dann hast du alle auf einmal. Nein, das geht nicht. Da, guck mal, das ist so ein Kraftprotz, aber so Bretter abziehen geht nicht. Dafür brauche ich erst die Axt. Finde ich ein bisschen komisch jedes Mal. Wirkt ein wenig konstruiert, wenn ihr mich fragt. Oh ja, wie viel habe ich jetzt? Wieder nur 5. Naja, aber es ist ja... Auf schwierig ist es ja normal. Es hieß ja, man findet weniger Munition. Nein? Okay. Ich hätte gern noch mehr Munition, wenn es geht. Ich weiß nicht, da habe ich noch gesagt, so, ich möchte es ja dann... Ich hätte es vielleicht auf normal spielen sollen, aber andererseits bin ich auch ganz froh drum, weil... Nein! Ich dachte, da kommen Käfer. Ah, du sollst ausweichen. Ah, die Kämpfe sind halt nicht unbedingt schwieriger dadurch. Sie dauern halt einfach nur länger, finde ich. Au. Vielleicht verliert man ja auch mehr Lebensenergie, kann ja auch sein. Yep. Nein. Nein. Yes. Stirb. Gut. Wieder eins weniger von diesen Scheusalen. Okay. Finde ich hier noch einen... Was? Dieser Gestank. Er raubt meinen letzten Atem. Ich muss hier wahrscheinlich noch eine Postkarte finden oder sowas. Irgendeine Erinnerung. Oh, da geht's schon wieder runter. Na, das ist ja interessant. Was? Was stand da? Ach so, jetzt klettert er. Stacheldraht. Mhm. Ich
Glaub nicht, dass ich da nochmal raufkomme. Oh doch. Was ist das denn? Riesiges Loch in der Wand. Oh, sieh mal. Eine Postkarte, auf der Rückseite ist eine Nachricht. Ich muss eine traurige Geschichte berichten. Gestern ruderte ich mit einem Boot so weit ich konnte auf den See hinaus und hielt mein Gesicht ins kalte, klare Wasser. Als ich mich seitlich aus dem Boot lehnte, verfing sich meine Halskette am Ruder und riss. Ich sah noch, wie mein Geschenk an mich im dunklen Wasser versank. Ich wollte hinterher springen, aber das Wasser war so kalt und tief. Bitte vergib mir, ich vermisse dich. Ich glaube, ich habe alle Andenken gefunden, die diese Frau sucht. Ich sollte sie ihr geben. Also, ja gut, dass du das auch sagst. Was? You can't wash it off. Ach so, du kannst es nicht abwaschen. Das habe ich hier durch die Lücke gesehen. Na, natürlich geht das nicht auf. Es kommt bestimmt Pyramid Head und schmampft mich weg. Mit seinem riesigen Schwert. Ja. Warum immer ich? Oh nein, ich höre wieder was klappern. Ich gehe jetzt einfach, ja? Ich gehe einfach. Da ist das Hole. Ja! Geh weg! Ich will nicht immer kämpfen. Ihr Mistviecher. Ihr könnt mich nicht... Nein! Nein, nein, nein. Ihr könnt mich nicht immer dazu zwingen. Einfach immer schlagen bei denen. Schlagen, schlagen, schlagen. Da muss ich nicht viel ausweichen. Weil ich sie schon aufgeschlitzt habe und trotzdem halten die so viel aus, ne? Das ist unglaublich. Okay. Da wird wahrscheinlich nur noch ein bisschen Heilung... Oh nein. Nein! Zertritt ihn! Oh, ein Päckchen. Ein Päck. Was? Ein Serum. Wieder mal. Ich habe keine Ahnung, für was das gut ist. Schreibt es mir bitte mal, wenn ihr das wisst. Habe ich da irgendwie irgendwas Besonderes von? Ich meine, das ist ja offensichtlich hier in meinem Inventar. Dieses Serumköfferchen, aber es ist nicht bei den Heilmitteln dabei. Lalala. Wo ging es denn hier zurück? Muss ich da durchs Zimmer? Ah, da kommt sie schon angestarkst. Tack, 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 tack. Du alte. Hässliche. Hochgebrustete. Guck mal, wie die hier auch hochpusht. Die hat auch bestimmt Klebestreifen benutzt. Ja, ich weiß das. Meine Freundin hat das auch mal gemacht früher, bis ich ihr sagte, dass das total lächerlich aussieht, wie so kleine Ballons da vorne rumzutragen. Das glaubt dir keiner, dass die echt sind. Natürlich ist es eh viel schöner. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie ich darüber denke. Hat zwar nichts damit zu tun mit dem Spiel, aber ich wollte es mal gesagt haben. Weil ich glaube, wer sowas attraktiv findet, der hat nicht unbedingt sehr viel Selbstwertgefühl als Mann. Danke. Weswegen man sich durch so künstlich aussehende Frauen irgendwie steigern muss in seinem Wert. Ja. Da kriecht was in den Wänden. Das ist so furchtbar. So, hier war die Tür, ne? Nee, noch weiter runter. Wo war denn hier? Warte, Hole. Hole, Hole, Hole. So, bin ich jetzt bekloppt? Da ist das Hole. Wie kam ich da jetzt nochmal rein? Sag mal, wie komme ich runter hier? Verdammt ich. Da war doch das Hole. Nee, da kam ich nur rauf in das Badezimmer und konnte mir das holen, aber irgendwie ging es hier doch. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht mehr. Ah. Ach so Kacke, Leute. Irgendwas krabbelt hier. In den Wänden. Und ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ach doch, hier runter. Ja. Alter. Nein. Nein, 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 nein. Du verdammter Smoker. Leute, hau ab. Hau ab, hau ab. Hau einfach ab. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du Mistvieh. Das sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel, wenn ihr mich fragt. Das sind die schlimmsten. Die mag ich gar nicht.
So, hier ist dein Kram. Is this what you wanted? Thank you. Ein Schlüssel. Ein seltsamer Schlüssel. Lass mich raten, da komme ich jetzt ganz unten wieder weiter. Wofür ist denn der gut? Ich will aber nicht den Aufzug wieder runterfahren, wenn ihr mich fragt. Na komm, ich speichere hier nochmal. Ha, sicher ist sicher. Gut, ich habe das mal wieder rausgeschnitten, weil der Speichervorgang dauert irgendwie immer eine halbe Stunde. Was? Ist verschlossen? Ich muss den Schlüssel... Ach so, das war der Schlüssel hierzu. Josh? Josh? Wohin zum Teufel bin ich gerade gefallen, ja. Oh, Munition und nochmal ein Energy. Energy Drink, perfekt. Und das ist ja noch ein Speicherpunkt, das ist ja super. Ah. Was ist nur mit Joshua los? Der kann doch nicht normal sein, wenn er uns einfach hier runterfallen lässt. Das geht doch nicht. Oh, guck mal, altes Brot. Hm, so richtig alt. Ach, guck mal, da geht's zurück in die Lobby. Ich dachte mir schon, dass die Tür nicht aufgeht. Muss zurück zur Lobby führen, ja. Okay, Leute, ich weiß, es ist ein bisschen kürzer, der Part, aber ja, ich denke, ihr versteht, wenn ich jetzt hier mal speichere. Denn wer weiß, was uns jetzt hier erwartet, in diesem großen Raum da unten. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich kommt jetzt der Riesenkäfer, von dem ich euch schon erzählt habe. Na gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich würde mich über ein paar Likes freuen und natürlich nicht einschalten vergessen, wenn es wieder heißt Silent Hill Homecoming.